Lord, I would call my first witness, Heisig. No. Peter Joseph Heisig. Are you an Oberleutnant, Sir Zay, in the German Navy? Ich bin Oberleutnant zur See in der deutschen Marine. And were you captured on the 27th of December, 1944, and are now held as prisoner of war? Jawohl. Did you swear an affidavit on the 27th of November, 1945? Jawohl. May he see, and is that your statement? No, that is the document. Lord, that is the document D-566, which is the next document in the book. Das ist das Dokument, was ich abgegeben habe. I put that in as GB-201. Will you take your mind back to the autumn of 1942? What rank did you hold at that time? Ich war Oberfehnrich zur See bei der 2. Unterseebootslehrdivision. Were you attending a course there? Ich nahm an dem dortigen Ausbildungskursus für Unterseebootswachoffiziere teil. Do you remember the last day of the course? Am letzten Tage dieses Kursus hielt Großadmiral Dönitz, der damals noch Befehlshaber der Unterseeboote war, eine Besichtigung der 2. Unterseebootslehrdivision teil. What happened at the end of his tour? Am Ende seines Besuches hielt, also nicht am Ende seines Besuches, sondern während seines Besuches hielt Großadmiral Dönitz eine Ansprache an die Offiziere der 2. Unterseebootslehrdivision. Can you fix the date of this visit? Ich weiß nur noch das ungefähre Datum. Es muss Ende September oder Anfang Oktober 1942 gewesen sein. Now will you give the tribunal, speaking slowly, an account of what Admiral Dönitz said in his speech? Großadmiral Dönitz führte in seiner Rede aus, die Erfolge der Unterseeboote seien zurückgegangen. Schuld daran sei die starke feindliche Luftüberwachung. Es seien neue Flakwaffen entwickelt worden, die es den Unterseebooten ermöglichen werden, in Zukunft sich der Flieger zu erwehren. Hitler hätte ihm persönlich versichert, dass Unterseeboote bevorzugt vor allen Waffengattungen mit diesen Flakkanonen ausgerüstet würden. Sei deshalb zu erwarten, dass die alten Erfolge in wenigen Monaten wieder erreicht würden. Großadmiral Dönitz ging dann auf sein gutes Einvernehmen mit Hitler ein
und sprach dann über das deutsche Rüstungsprogramm. Auf die Zwischenfrage eines Offiziers bezüglich eines Zeitungsartikels, nachdem in den Vereinigten Nationen monatlich mehr als 1 Million Bruttoregistertonnen Handelsschiffsraum neu gebaut würden, ging Großadmiral Dönitz ein. Er bezweifelte zuerst die Glaubwürdigkeit dieser Angabe und sagte, ihm liege eine Veröffentlichung des Präsidenten Roosevelt zugrunde. Großadmiral Dönitz sprach dann kurz über die Person des Präsidenten Roosevelt und über das amerikanische Rüstungsprogramm und Rüstungspotenzial. Er führte weiter aus: Eine große Schwierigkeit haben die Alliierten. Es sei, ihre Schiffe mit Besatzungen zu versorgen, die den Seeleuten sei der Weg über den Atlantik gefährlich geworden, weil deutsche Unterseeboote in großer Zahl die alliierten Schiffe versenken. Mancher von den alliierten Seeleuten sei schon mehr als einmal mit torpediert worden, und das spricht sich herum und das hält die Seeleute ab, weiter zur See zu fahren. Einige von ihnen versuchen sogar, sich vor der Überquerung des Atlantik zu drücken, sodass alliierte Behörden gezwungen sind, die Besatzungen eventuell, wenn es sich als notwendig erweisen sollte, mit Gesetzesmitteln an Bord zu halten. Diese Anzeichen sind für uns sehr günstig. Aus der Tatsache einmal, dass die Alliierten beachtlich viel Handelsschiffsraum neu bauen. Zum anderen, dass den Alliierten große Schwierigkeiten im Wege liegen, diese Neubauten mit Personen, also mit Besatzungen auszurüsten, folgerte Großadmiral Dönitz. Die Personallage der Alliierten ist sehr ernst. Die Verluste an Personen treffen die Alliierten ganz besonders schwer. Einmal, weil sie über wenig Reserven verfügen. Zum anderen, weil sie über... I don't want to interrupt you, but did he say anything about rescue at all? You've told us about the Allied losses and how serious ja. they were. Er sprach über Rettungen, aber das, ich möchte das erst etwas später ausführen. Großadmiral Dönitz führte also aus, dass die Verluste die Alliierten sehr schwer treffen. Zum anderen, weil sie einmal keine Reserven haben, zum anderen, weil die Ausbildung neuer Seeleute sehr lange Zeit in Anspruch nimmt. Er finde es deshalb unverständlich, wenn jetzt noch unter Seeboote... Colonel Fillmore, I don't think we want to hear the whole of Grand Admiral Dönitz's speech. No, Lord, I... We want to hear the material parts of it. Now, will you come? You've dealt with the question of losses. Will you come to the crucial part of the speech at the end and deal with that? What did the Grand Admiral go on to say? Die Aussage des Zeugen berührt mich zwar nicht unmittelbar. Ich habe aber doch Bedenken, dass der Zeuge nicht seine Aussage, so wie er sie machen will, who you are and who you appear for. You're Dr. Thoma, are you not? Yes. And you appear for? Rosenberg. Rosenberg.
Yes. Nach deutschem Recht und nach deutscher Strafprozessordnung hat der Angeklagte alles zu sagen, was er zu einer Sache weiß. Hat der Zeuge alles zu sagen, was er zu einer Sache weiß. Wenn er gefragt wird über eine Rede, des Großadmirals Dönitz, dann darf er nicht nur, wenigstens nach deutschem Recht, diejenigen Sachen dem Gericht vorbringen, die nach der Ansicht der Anklagebehörde für den Angeklagten ungünstig sind. Und ich glaube, dass dieser Grundsatz auch für dieses Recht, wenn ein Zeuge vernommen wird, auch für dieses Verfahren maßgebend ist. Dr. Tom, this tribunal is not governed by German law, and I have already stated that the tribunal does not desire to hear the whole of the speech of Admiral Dönitz. That's all. Aber ich bin der Meinung, ich bitte um Entschuldigung, ich habe eben diese Erklärung nicht gehört. What I said was that the tribunal is not bound by German law, and that I have already said that the tribunal did not desire to hear from this witness all of Admiral Dönitz's speech. It will be open to any of the counsel for the defendants to cross-examine this witness, and your intervention is therefore entirely unnecessary. Now, will you deal with the crucial part of the Grand Admiral's speech? Großadmiral Dönitz fuhr in seiner Rede etwa wie folgt fort. Er könne es unter der gegebenen Situation nicht verstehen, wenn deutsche Unterseeboote unter eigener Gefahr noch die Handelsschiffe und die Besatzungen der Handelsschiffe, die sie versenkt haben, retten. Dies hieße dem Gegner in die Hand arbeiten, denn die geretteten Besatzungen würden ja wieder auf neue Handelsschiffen weiterfahren. Sei ganz im Gegenteil, jetzt der totale Krieg auch zur See zu führen, denn Besatzungen sind für die Schiffe genauso ein, sind für die Unterseeboote genauso ein Ziel wie auch die Schiffe. Einmal wird es nämlich dadurch den Alliierten unmöglich, ihre Schiffe, ihre Neubauten mit Besatzungen auszurüsten. Zum anderen sei zu erwarten, dass in Amerika, respektive in den anderen alliierten Ländern, ein Streik ausbrechen wird, da ja jetzt schon ein Teil der Seeleute nicht mehr zur See fahren wollen. Wenn jetzt durch unsere Kampfmaßnahmen der Krieg zur See härter wird, wird sich das sicher auch auf dieser Hinsicht zeigen. Sollte uns dieser Krieg und diese Kriegsführung hart vorkommen, sollten wir stets daran denken, dass auch unsere Frauen und unsere Familie zu Hause bombardiert wurden. Das war die Rede des Großadmiral Dönitz im wesentlichen Punkten. Now, about how many officers were present and heard that speech? Ich habe keine Übung, die Anzahl der Menschen in großen Sälen festzustellen. Also ich kann es sich nur um eine Überschlagsrechnung handeln. Ich glaube etwa 120 Offiziere. Not the witnesses available for cross-examination. Does the United States prosecutor wish to ask any questions? No questions. The Soviet prosecutor? The French prosecutor?
Now, any of the defendants' counsel may cross-examine the witness. Jawohl. Dort möchte der Kranzbühler für den Angeklagten Großadmiral Dönitz. What I said to Dr. Thoma was not intended to interfere with your cross-examination. What? It was only intended to save time. The tribunal didn't desire to hear unimportant passages in the defendant Dönitz's speech, and therefore they didn't want to hear them from this witness. But you are at liberty to ask any questions that you please. Oberleutnant Heisig, sind Sie selbst auf Feindfahrt gewesen? Jawohl. Auf welchem Boot und unter welchem Kommandanten? Auf U-877 unter Kapitänleutnant Findeisen. Wiederholen Sie bitte Ihre Antwort. Ich bin auf U-877 auf Feindfahrt gewesen unter dem Kommandanten Kapitänleutnant Findeisen. Haben Sie Erfolge gehabt gegenüber feindlichen Schiffen? Das Boot wurde auf dem Marsch in dieses Operationsgebiet versenkt. Bevor Sie einen feindlichen Dampfer versenkt hatten? Jawohl. Durch welches feindliche Kampfmittel wurde das Boot versenkt? Durch Wasserbomben. Durch zwei kanadische Fregatten, die das Boot geortet hatten und es dann durch Wasserbomben versenkten. Ihre heutige Aussage unterscheidet sich etwas von der Erklärung, die Sie am 27.11. abgegeben haben. Und zwar in einem wesentlichen Punkte. Wie ist es zu dieser Erklärung vom 27.11. gekommen? Ich habe diese Erklärung abgegeben zur Entlastung von Kameraden, die in Hamburg vor einem Kriegsgericht standen und dort wegen Mordes an schiffsbrüchigen Seeleuten zum Tode verurteilt waren. Ihre Erklärung beginnt mit den Worten, es seien Ihnen Nachrichten zugegangen, dass deutsche Seeleute wegen Mordes unter Anklage stünden. Und Sie fühlten sich deshalb verpflichtet, die folgende Erklärung abzugeben. Welche Nachrichten waren Ihnen zugegangen und wann? Es war zu Beginn des Hamburger Prozesses gegen den Kapitänleutnant Eck und seinen Offizieren. Damals war ich in Großbritannien in einem Kriegsgefangenenlager und ich hörte im Radio sowie in Zeitungen, dass diese Offiziere abgeurteilt werden sollten. Da ich einen Offizier dieser angeklagten Offiziere sehr gut kannte, den Leutnant August Hoffmann, und ich mich mit ihm über das Thema zwei- oder dreimal unterhalten hatte, fühlte ich mich verpflichtet, ihm da beizuspringen und ihn durch meine Aussage Entlastung zu bringen. Ist Ihnen bei Ihrer Vernehmung am 27.11. nicht gesagt worden, dass das Todesurteil gegen Kapitänleutnant Eck und Leutnant Hoffmann bereits bestätigt war? Dieses, ich weiß es nicht mehr, ob es am 27.11. gewesen ist. Ich weiß nur, dass es mir hier bekannt gegeben worden ist, dass das Todesurteil verstreckt worden ist. An welchem Datum das war, daran kann ich mich nicht mehr genau erinnern, weil ich öfters verhört worden bin. Wollen Sie nach Kenntnis dieser Zusammenhänge noch angeben, dass
in der Ansprache von Großadmiral Dönitz irgendwie die Rede davon war, dass auf Schiffbrüchige geschossen werden sollte? Nein, wir entnahmen das aus seinem Wort, dass der totale Krieg gegen Schiff und Besatzung geführt werden müsste und durch den Hinweis auf den Bombenkrieg. Wir glaubten, dass, also ich sprach darüber im Anschluss auf dem Wege zur Hansa zurück mit meinen Kameraden. Sprechen Sie langsam. Ja. Du fährst. Wir vertraten die Überzeugung, dass Großadmiral Dönitz es so gemeint hat. Er hat es nicht deutlich ausgesprochen. Haben Sie mit irgendwelchen Vorgesetzten auf der Schule über dieses Thema gesprochen? Ich bin am selben Tage noch abgereist von der Schule. Ich kann mich aber daran erinnern, dass ich von einem Vorgesetzten, dessen Namen ich leider nicht mehr weiß, und in welchem Zusammenhang es das war, weiß ich auch nicht mehr, wir einmal auf das gleiche Thema darauf hingewiesen wurden und dass uns da empfohlen wurde, dass nach Möglichkeit nur Offiziere auf der Brücke sind, um dann dort eine Vernichtung von Schiffsbrüchigen vorzunehmen, im Falle sich die Gelegenheit geben sollte oder es sich notwendig erweisen sollte. Das hat Ihnen ein Vorgesetzter gesagt? Jawohl, ich weiß aber nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war und wo es war. Ich bin sehr viel von Vorgesetzten belehrt worden, verschiedensten Dingen. War das auf der Schule? Nein, ich bin ja auf der ULD am selben Tage noch abgereist. Sind Sie auf der Schule über die ständigen Kriegsbefehle belehrt worden? Über ständige Kriegsbefehle sind wir belehrt worden. War in den ständigen Kriegsbefehlen ein Wort gesagt darüber, dass auf Schiffbrüchige geschossen oder Rettungsmittel vernichtet werden sollten? In diesen Kriegsbefehlen war davon nicht die Rede. Es war jedoch, ich glaube, dass aus einer Andeutung des Kapitäns Rollmann, der damals Offizierskompaniechef war, entnehmen zu können, dass kurze Zeit vorher irgendein Fernschreiben gekommen sein muss, das Rettungsmaßnahmen verboten hat und dass andererseits eine Radikalisierung des Seekrieges, also eine Verschärfung des Seekrieges gefordert hat. Sehen Sie in dem Verbieten von Rettungsmaßnahmen dasselbe wie in dem Beschießen von Schiffbrüchigen? Wir kamen zu diesem... Also bitte beantworten Sie meine Frage. Sehen Sie darin dasselbe? Nein. Danke. Keine weiteren Fragen. Dr. Thoma, I'm afraid the tribunal will have to adjourn now.